Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. So, in unserer heutigen Folge ist unser Redakteur Daniel mit dabei. Der hat ein Babyfläschchen für sein Kind vor kurzem gekauft und angeregt von der ersten Folge, die wir gemacht haben, hat er dieses Babyfläschchen mal genauer angeguckt und das, was auf der Verpackung drauf stand. Daniel, was hast du da gefunden? Ja, hallo erstmal. Ich fand das tatsächlich ganz lustig, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben zu den Prozentzahlen in den Werbungen, ist mir das irgendwie direkt ins Auge gefallen und ich habe hier die Packung in der Hand und lese einfach mal ein bisschen vor, was hier alles steht. Zum Beispiel einmal weniger Koliken von 80% der Mütter bestätigt, 99% Weiterempfehlungen mit einem Verweis, der so klein gedruckt ist, dass ich wirklich mit Lupe nicht lesen könnte, was da steht als Verweis, 94% Saugeakzeptanz bei den Säuglingen, 69% Empfehlungen für die Flasche aus irgendeiner Zeitschrift, aber nirgends ist ein richtiger Verweis. Da, wo einer ist, ist es so klein gedruckt, wie gesagt, dass man es nicht lesen kann. Und den einen, den ich gefunden habe, wo dann wirklich ein verwendbarer Verweis ist, konnte ich dann rausfinden, dass das auf einer Umfrage basiert ist, die, glaube ich, bei 30 Müttern gemacht wurde. Also ich glaube auch nicht sehr repräsentativ. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, wenn man da auf einmal sich das vor Auge führt und dann wie viel das doch in der Werbung und überall auf allen möglichen Produkten verwendet wird. Genau, also das ist genau das und ich finde es total spannend, dass man da dann anregen kann. Was mich jetzt mitgenommen hat, ist 80% weniger Koliken. Das triggert ja sicher eine ganze Menge Mütter und da fragt man sich natürlich, welche Mütter sind da dazu befragt worden und da ist ja noch mehr drin, als dass man nur sagen kann, wer ist befragt worden? Wie definiert man denn diese Koliken? Da müsste man ja auch ganz klar schreiben und das ist ganz wichtig in Studien, dass man definiert, was ist eine Kolik? Wie lange dauert die? Wie sieht die aus? Aber auch da, ich meine, das ist ja ein reines Gefühl und gefühlte Wahrheiten wissen wir auch. Vielleicht findet man diese Flasche so schön und hat ein total positives Gefühl, dass man einfach irgendwie vergisst, dass da auch eine Kolik zwischendrin war. Es muss ja auch für den Messwert, und da kommen wir in einer der nächsten Folge noch dazu, was messe ich eigentlich? Was ist da bei den Koliken eigentlich gemessen worden? Die Wiederkaufswahrscheinlichkeit, das ist etwas, was ich messen kann. Kaufe ich die Flasche wieder, ja oder nein? Das kann man zumindest messen. Aber man kann ja relativ schwer messen oder man muss genau definieren, was meine ich eigentlich mit einer Kolik, um diese Aussage zu machen. Das heißt, es ist mehr drin in dieser Aussage als nur, wen habe ich eigentlich befragt? Es ist auch noch drin, wie habe ich das, was ich wissen wollte, definiert? Ja, das finde ich total spannend. Ich habe jetzt auch diesen Verweis nochmal genauer angeschaut und hier steht tatsächlich, es ist eine Feldstudie, getestet mit 73 Müttern von Babys mit Koliken und getestet mit 35 Müttern mit Babys von Koliken. Und ich habe jetzt in dem Podcast beim Schneiden auch schon einiges gelernt. Also da sehe ich jetzt auch schon, es gibt keine Kontrollgruppe und es ist eine relativ kleine Zahl. Und es ist ja, wie du eben auch schon gesagt hast, überhaupt nicht definiert. Also ich meine, ich habe mich jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten viel damit beschäftigt. Es gibt die 3-Monats-Kolik, es gibt die normalen Bauchschmerzen, es gibt chronische Krankheiten. Und ja, es ist eigentlich überhaupt nicht erkennbar, was hier überhaupt eigentlich damit gemeint ist. Außer, dass es irgendwie gut aussieht auf der Packung. Ja, aber ist doch toll, dass man daran so viel über Daten lernen kann, wenn man sich darüber, über diese Babyflasche so unterhält. Denn es fehlt die Definition der Kolik. Wir wissen nicht, welche Koliken es ist. Das heißt, es ist ein sehr ungenauer Messparameter, denn ich weiß ja nicht, die 3-Monats-Kolik, wie du sagst. Was ist denn die Reduktion? Um wie viel ist denn schon eine Reduktion? Ist es, wenn das Baby 2 Minuten kürzer weint, ist das dann schon eine Reduktion? Wie haben die das gemessen? Haben sie es an der Anzahl des Schreiens, an der Länge des Schreiens, an der Lautstärke des Schreiens gemessen und sie haben überhaupt keine Fallzahlberechnung gemacht. Also sie hätten ja vorher berechnen müssen, um eine valide Zahl dabei rauszubekommen, wie viele Fälle sie brauchen, um wirklich signifikant eine Reduktion zu haben. Das heißt, sie hätten definieren müssen, wir glauben, dass wir mit unserer Flasche die Kolikwahrscheinlichkeit um 10% reduzieren und dann hätte man damit ausrechnen können, wie viele Patienten, wie viele Mütter mit Babys man braucht, damit man am Ende, wenn das wirklich so eintritt, eine signifikante Veränderung trifft. All das ist nicht gemacht worden, sondern es sind wahllos irgendwelche Mütter gefragt worden, die dann zum größten Teil gesagt haben, nee, ist super. Denn es ist dann immer die Frage, auch bei solchen Studien, wenn man das nicht kontrolliert macht, wen man fragt, dann ist es ganz schwierig rauszufinden, ob vielleicht jetzt nur die geantwortet haben, die es super finden oder nur die geantwortet haben, die es nicht so toll finden. Das ist eben ganz oft bei Dingen so, dass die, die was zu meckern haben, häufiger antworten. Vielleicht sind ja auch
99% eigentlich total zufrieden mit der Flasche. Noch nicht mal das wissen wir. Es kann eine ganz andere Zahl sein. Es kann in beide Richtungen gehen. Und wir können es nicht bestimmen, weil auch nicht gesagt worden ist, nach welchen Kriterien die eingeschlossen worden sind. Also, super schönes Beispiel für unseren Datendurchblick. Und das als kleinen Schwank einfach mal so zwischendurch. Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@thieme.de und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.